Wir sind der festen Überzeugung, es geht nicht jetzt um die Befindlichkeiten der SPD, sondern es geht um die Frage, was braucht dieses Land? Was ist wichtig für Deutschlands Zukunft? Damit wollen wir uns auseinandersetzen und nicht einen Blick nur in die Vergangenheit wagen, sondern vor allem in die Zukunft. Das ist für uns entscheidend. Und deswegen muss es jetzt auch noch vor Weihnachten zu einem Koalitionsausschuss kommen, damit man über die Frage spricht, was muss jetzt noch geschehen, was muss umgesetzt werden, was ist noch offen. Und dafür haben wir eine Grundlage. Und diese Grundlage nennt sich Koalitionsvertrag, der von CDU, CSU und auch SPD gemeinsam bearbeitet und vor allem beschlossen und auch unterschrieben wurde. Wir haben heute noch einmal auch im Bundesvorstand bekräftigt, es wird keine Nachverhandlungen dieses Koalitionsvertrages geben. Dieser Koalitionsvertrag steht fest. Dieser Koalitionsvertrag ist auch noch nicht bis zu Ende abgearbeitet. Dieser Koalitionsvertrag gilt bis zum Ende der Legislaturperiode. Und schon gar nicht wird es ein Rütteln an der schwarzen Null oder gar an der Schuldenbremse geben, die in der Verfassung auch festgeschrieben ist. Für diese Schuldenbremse, auch für die Frage der Generationengerechtigkeit, für die sie steht, haben wir lange genug gekämpft. Heute beginnen auch die Gespräche im Vermittlungsausschuss zu der Frage des Klimapakets. Diese Arbeit wollen wir abwarten. Das ist der normale Gang der Dinge, der Gang der Gesetzgebung in der Bundesrepublik. Der Vermittlungsausschuss wurde angerufen und jetzt geht es aus unserer Sicht darum, dass wir schnell zu einem Ergebnis kommen. Schnell deswegen, weil es auch um Entlastung für die Menschen in diesem Land geht. Es geht auch um die Stärkung beispielsweise der Bahn, nämlich die Mehrwertsteuer herabzusetzen, damit diejenigen, die auch die Bahn nutzen, davon profitieren und dass die Bahn als Verkehrsträger, als Verkehrsmittel attraktiv bleibt. Die SPD muss aus dem Knick kommen. Sie muss sagen, was sie jetzt genau möchte, wie wir jetzt weiter arbeiten auf Grundlage des Koalitionsvertrages. Wir haben eine SPD-Bundestagsfraktion. Wir haben Minister, die durch die SPD gestellt werden. Und wir haben eine neue Führung der SPD. Und deswegen schauen wir sehr motiviert auch auf die kommenden 2 Jahre bis zum Ende dieser Legislaturperiode, weil wir davon überzeugt sind, dass wir das, was wir vereinbart haben, umsetzen, dass wir vertragstreu sind und dass wir für Deutschlands Zukunft arbeiten. Und in diesem Geiste wollen wir die kommenden noch 2 Sitzungswochen bestreiten und auch das kommende Jahr und blicken dann, und auch darüber haben wir heute gesprochen, natürlich auf unseren Vorsitz im Europäischen Rat im kommenden Jahr. Auch das ist wichtig für Deutschland, aber es ist vor allem wichtig auch für Europa. Vielen Dank. Herr Lohse von der FAZ, bitte. Herr Ziemiak, die Vorsitzende hatte ja den Einstieg in die Gesetzesverhandlungen zur Grundrente verbunden mit der Forderung, es müsse ein klares Signal der SPD zur Fortsetzung der Koalition geben. Jetzt hat sie ja am Wochenende gesagt, das vermisse sie noch, dieses Signal. Wie geht es denn dann mit der Grundrente unter diesem Aspekt weiter? CDU und CSU wollen die Grundrente. Wir haben sie auch in der Vergangenheit immer befürwortet, zwar mit einem anderen System. Uns ging es darum, dass sie auch zielgerichtet ist. Da ging es vor allem um die Diskussion über die Frage der Bedürftigkeit. Und jetzt muss es einen Gesetzentwurf geben, der in die Ressortabstimmung geht. Klar ist, man braucht dafür eine parlamentarische Mehrheit. Wir haben eine Regierung, die diese Grundrente jetzt gemeinsam ausgearbeitet hat. Und deswegen warten wir jetzt auf den Vorschlag von Bundesminister Heil, dass wir entsprechend die Gesetzgebung auf den Weg bringen können. Sie haben das ja selbst verfolgt und auch selbst darüber berichtet. Es gibt jetzt noch einige Fragezeichen, beispielsweise wenn es um die Frage geht, wie erfasst man Einkünfte aus Kapitalerträgen. Das muss jetzt geklärt werden. Das ist wichtig auch für uns. Und ansonsten stehen wir zu dem, was wir vereinbart haben. Und natürlich brauchen wir Stabilität in Deutschland und die Vorsitzende hat darauf hingewiesen, dass wenn wir das umsetzen wollen, was wir vereinbart haben, dafür brauchen wir diese Bundesregierung und auch diese Mehrheit im Deutschen Bundestag. Das heißt aber, das Signal der SPD reicht Ihnen jetzt aus, um in diese Arbeit einzutreten, denn das war ja eine Bedingung, die Vorsitzende gestellt hat. Also Sie gehen jetzt davon aus, die SPD will weitermachen und Sie müssen das, also ich kann jetzt hier nicht für die SPD die Pressekonferenz machen. Ich gehe zumindest davon aus, und das weiß ich, dass Hubertus Heil an einem entsprechenden Entwurf arbeitet, und dem sehen wir jetzt entgegen. Herr Rinke von Reuters.
Herr Ziemiak, zum Thema Mindestlohn. Sie haben ja einen staatlich festgesetzten Mindestlohn abgelehnt, aber Herr Laumann hat darauf hingewiesen, dass er natürlich doch für eine Erhöhung des Mindestlohns ist. Nur die Politik soll nicht entscheiden, sondern eine reformierte Mindestlohnkommission. Ist das auch Ihr Ziel, das Ziel der CDU, dass über die Mindestlohnkommission jetzt sehr schnell geredet wird, möglicherweise auch mit der SPD und den Tarifpartnern und über diesen Weg dann der Mindestlohn angehoben wird? Und eine ganz kurze Frage noch zu Olaf Scholz. Sehen Sie ihn eigentlich als Finanzminister nach diesem SPD-Parteitag geschwächt oder gestärkt? Karl-Josef Laumann hat ja darauf hingewiesen, dass der Anstieg aus seiner Sicht des Mindestlohns in den vergangenen Jahren nicht ausreichend ist. Wir haben ja ganz bewusst aber trotzdem diese Mindestlohnkommission, die aus Arbeitgebern und aus Arbeitnehmernvertretern besteht, aus den Sozialpartnern. Deswegen wird es aus meiner Sicht um die Frage gehen, was sagen eigentlich die Arbeitgeberverbände, was sagen die Gewerkschaften jetzt zu dieser Struktur der Mindestlohnkommission. Und ich will es auch an dieser Stelle nochmal sagen, über die Frage 12 Euro beispielsweise, wie jetzt vorgeschlagen von der SPD, wird es keine Debatte geben, weil der Mindestlohn darf nicht zum politischen Spielball werden. Und wir sollten auch keinen Wahlkampf machen mit der Frage der Höhe des Mindestlohns. Wir haben ein sehr, wie ich finde, kluges Konstrukt in der Festlegung des Mindestlohns. Ob die Grundlagen dafür, ob die Spielräume vielleicht andere sein sollen, darüber kann man immer nachdenken, muss man auch immer evaluieren. Aber nicht über die Frage der Festsetzung der Höhe. Und zu Olaf Scholz, die SPD bestimmt und schlägt vor, wer ihre Ministerinnen und Minister sind. Und wir haben sehr vernünftig mit Olaf Scholz zusammengearbeitet. Ich will das auch in Bezug auf die auf den ausgeglichenen Haushalt ganz deutlich sagen. Da war an dieser Stelle auch im Finanzministerium die SPD ein solider Partner im Sinne der Generationengerechtigkeit. Und das, was wir haben, ist übrigens keine Selbstverständlichkeit in Europa. Ausgeglichene Haushalte sind eher eine Seltenheit als die Regel. Und wir sind froh, dass das mittlerweile in Deutschland zur Regel geworden ist. Frau Quartbeck von der Rheinischen Post. Sie hatten ja gesagt, dass... Moment, jetzt mal eine Frage weg. Mach du mal so lange. Frau Hasenkamp von NBR, bitte. Ich kann ja trotzdem antworten. Nein. Sobald es dir einfällt. Mit welchen Forderungen geht denn die CDU in diesen Koalitionsausschuss? Also was sind so Ihre Top 3 Punkte, die Sie gerne positiv sozusagen durchsetzen wollen? Und in welcher Formation wird dieser Koalitionsausschuss tragen? Also der Koalitionsausschuss wird wie immer in der gleichen Besetzung tagen, wie wir das bisher gehabt haben, aus den Spitzen der Parteien und der Fraktionen und natürlich den Vertretern in der Bundesregierung. Das kann ich zumindest für unsere Seite sagen. Ich gehe davon aus, dass die SPD das entsprechend handhaben wird wie in der Vergangenheit, bis darauf, dass die Spitze der Partei gewechselt hat. Zu Ihrer Frage nach den Forderungen. Es gibt ja keine Verhandlungen über den Koalitionsvertrag. Deswegen ist es nicht so, dass wir mit neuen Vorstellungen da reingehen. Was wichtig ist, ist, sich jetzt genau den Koalitionsvertrag anzuschauen, was daraus noch abgeleitet werden muss. Die Frage, was machen wir beispielsweise beim Europäischen Rat, wie stellen wir uns dort auf, wird eine Rolle aus meiner Sicht spielen müssen. Und dann gibt es ja die Diskussion über Investitionen in Deutschland. Und wir stellen alle miteinander fest, dass Geld, sogar das da ist, nicht abfließt. Wenn der gemeinsame Wille da ist, beispielsweise die Planung zu beschleunigen, dass wir es schaffen, dass Gerichtsverfahren schneller und einfacher sind, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Und insofern gibt es genügend zu tun, wenn man sich anschaut, was wir alles auf den Weg gebracht haben. Wenn Sie dann auch noch das Thema Fachkräftezuwanderung nehmen, wenn Sie beispielsweise sich anschauen, dass wir noch bei der Frage der Entlastung bei der Grunderwerbsteuer noch etwas vereinbart haben, dass wir darüber sprechen, wenn wir jetzt die Verhandlungen im Vermittlungsausschuss sehen, bei einem Gesetz des Klimapakets, ist genügend zu tun. Frau Hasenkamp, eine Nachfrage. Ja, kurze Nachfrage. Europäischer Rat, was meinen Sie damit? Meinen Sie die Haltung zum europäischen Finanzrahmen oder? Auch das. Und es geht ja in allen Ressorts darum, wir müssen ja, wenn wir den Vorsitz haben, ja auch mal eine Linie vorgeben, was aus Sicht Deutschlands wichtig ist im zweiten Halbjahr 2020. Das ist etwas, was sicherlich jetzt mittelfristig auch noch mal wichtig sein wird. Und ich kann Ihnen, meine Damen und Herren, auch noch mal sagen, wenn Sie auf die letzten Legislaturperioden zurückblicken, dann werden wir mit Sicherheit mit Herausforderungen konfrontiert sein, von denen wir heute noch nichts wissen, wie wir das hatten bei der Finanz- und Währungskrise.
Wirtschaftskrise, bei der Flüchtlingskrise. Wir haben, wenn Sie sich anschauen, die Handelskonflikte, die wir in der Welt haben. Wie stellt sich Europa auf? Wie sprechen wir in der Außen- und Sicherheitspolitik mit einer Stimme? Ich widerspreche dem Außenminister in der Frage, dass Deutschland nicht mehr Verantwortung übernehmen muss in der Welt. Wir müssen mehr Verantwortung in der Welt übernehmen. Und insofern sind das alles Themen, über die wir noch lange und auch breit diskutieren werden. Herr Blank von der Deutschen Presseagentur, hier vorne. Herr Ziemack, wir können dem entnehmen, es gibt noch keinen Termin für einen Koalitionsausschuss. Gibt es die Möglichkeit, dass man das dann nächste Woche, vielleicht gegen Ende der Woche macht? Und wird es möglicherweise ein Kennenlerntreffen der Parteivorsitzenden mit den beiden anderen neuen Parteivorsitzenden noch am Rande vielleicht der Fraktion morgen geben? Und die zweite Frage dazu, haben Sie den Eindruck, dass die SPD von sich aus jetzt so hohe Hürden aufbaut, die zu einem Bruch der Koalition führen könnten? Oder was ist deren Antrieb? Also wir haben jetzt noch diese beiden Sitzungswochen, diese und die nächste Sitzungswoche. Insofern ist das Zeitfenster für einen Koalitionsausschuss klar umrissen. Und Kennenlerntreffen sind immer gut. Und das lässt sich ja auch kurzfristig machen. Aber einen Termin kann ich Ihnen dafür jetzt noch nicht nennen. Ich habe diesen Parteitag der SPD natürlich ein Stück weit verfolgt und mir die Beschlüsse angeschaut. Da ist vor allem sehr ein Blick nach hinten, den ich wahrgenommen habe. Aus der Mottenkiste die Ideen der Vermögensteuer, dann kommen Ideen Überwindung von Hartz IV. Das sind alles Themen, die sich mit dem Gestern beschäftigen und sicherlich immer sehr selbst mit der von der SPD selbst gestalteten Politik, weniger mit der Frage, was ist in Zukunft wichtig. Ich kann jetzt nicht die Haltung der SPD genau erklären und analysieren. Da müssen Sie die SPD fragen. Ich kann nur sagen, wir sind vertragstreu und wir haben auch Lust, diesem Land zu dienen und dieses Land zu gestalten. Und diese Legislaturperiode dauert eben noch bis 2021. Und wir sehen, dass die Welt sich um uns herum in einer atemberaubenden Geschwindigkeit verändert. Übrigens auch viele Fragen nicht nur des gesellschaftlichen Zusammenhalts, sondern der Frage einer robusten Konjunktur und in Deutschland. Und deswegen gibt es viel zu tun. Und ich habe zumindest und auch die CDU haben Lust darauf zu gestalten. Und auch wenn manche Dinge schwierig werden, weil wir Herausforderungen noch nicht kennen, werden wir sie annehmen und werden das anpacken und nicht immer wieder den Fokus auf uns selbst zu richten. Das ist, glaube ich, jetzt entscheidend. Frau Kartweg von der Rheinischen Post, bitte. Ja, dafür habe ich jetzt zwei Fragen. Ich würde gerne einmal wissen, Sie hatten eben gesagt, dass es jetzt mehr Player gibt bei der SPD. Und gehen Sie davon aus, dass das noch schwieriger wird, mit der SPD zu Kompromissen zu kommen? Wenn man in die letzten zwei Jahre zurückblickt, dann war es ja schon sehr schwierig. Und die zweite Frage, wird die Union von Ihrer Seite aus auch Themen für den Koalitionsausschuss setzen oder warten Sie nur darauf, was die SPD auf den Tisch legt? Ja, wir haben ja noch mal zum Koalitionsausschuss. Es ist ja nicht so, dass wir im luftleeren Raum sind und keiner weiß, was er machen soll. Wir haben wahnsinnig viel zu tun und dieser Koalitionsvertrag birgt auch noch eine Menge Aufgaben, die wir umsetzen müssen. Und darüber müssen wir sprechen, schlicht und ergreifend. Zu der Frage, wie ist die Zusammenarbeit mit der SPD? Ich glaube, dass das nicht einfacher wird. Zumindest, wenn ich mir den Umgang untereinander anschaue, wenn ich mir den Linksruck anschaue, den die SPD auf diesem Parteitag vollzogen hat, wenn ich mir anschaue, wie dort auch übereinander gesprochen wird und wer wem welche Anweisungen gibt. Aber in der Frage der Bewertung oder Analyse und was ist die Ursache dafür, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass wir das mit großer Ernsthaftigkeit betreiben werden, die Gespräche auch im Koalitionsausschuss. Übrigens, das Normalste der Welt, dass wir im Koalitionsausschuss zusammenkommen, das ist ja auch die Regel, wenn man zusammen regiert. Und das sollte auch aus unserer Sicht die Regel bleiben. Herr Neuhahn vom Zweiten Deutschen Fernsehen, Ihre Frage bitte. Ich wollte fragen, zum einen zur schwarzen Null, die haben Sie ja neulich in einem Tweet sogar mal zum eigenen Fetisch erklärt. Was müsste eigentlich passieren, damit die CDU, die Union sagt, wir rücken von dieser schwarzen Null mal ab? Und die zweite Frage zum Zeitplan. Glauben Sie, dass Weihnachten Klarheit herrscht, ob die SPD auch wie Sie weiterhin Lust hat, bis 2021 zu regieren? Und zweitens, wie viel Geduld haben Sie noch, bis die SPD sich da mal wieder entscheidet?
Wir sind sehr geduldig, weil wir wissen, dass es nicht darum geht, Geduld gegenüber der SPD aufzubringen, sondern wir wissen, es geht hier um was anderes. Es geht hier tatsächlich um unser Land und die Frage der Verantwortung, die wir übernommen haben für dieses Land, auch bis 2021. Und wir wollen auch darüber hinaus Verantwortung übernehmen. Und zur schwarzen Null kann ich Ihnen sagen, also wenn der Staat mit diesen Einnahmen, die er jetzt generiert hat, in den letzten 10 Jahren nicht mal zurechtkommt, wie soll denn das dann funktionieren, wenn die Zinsen steigen oder wir weniger Steuereinnahmen haben? Das sollte mir mal einer erklären. Wir haben jetzt einen Bundesverkehrswegeplan, der Rekordinvestitionen beinhaltet. Wir haben in dem Klimapaket, beim Strukturwandel, bei der Frage der Infrastruktur der Bahn Rekordausgaben. Wir haben jetzt 100 Milliarden Euro mehr im Bundeshaushalt als noch 2010. Das, was wir für eine Debatte führen, dass es immer noch nicht reicht und dass wir jetzt Schulden machen sollen, das ist eine sehr ideologische Debatte, wo es nur darum geht, Schulden zu machen. Und das ist für mich der falsche Weg. Erster Punkt, wir müssen das Geld, was zur Verfügung steht, tatsächlich auch einsetzen und quasi auf die Straße und in den Boden bringen. Und da ist auch genügend zu tun. Und ich kann Ihnen das nochmal sagen, wenn Sie sich andere Länder anschauen in Europa, die genügend Schulden gemacht haben, die nie an schwarze Null und nie an Schuldenbremse gedacht haben, die stehen heute vor viel größeren Schwierigkeiten, als wir das hier tun. Und erlauben Sie mir noch eine fachliche Bemerkung zu der Frage schwarze Null. Wir tun so, als ob wir, wenn wir weggingen von der schwarzen Null, plötzlich alle monetären Probleme in diesem Land gelöst werden. Das ist aber mitnichten der Fall. Denn wenn wir von der schwarzen Null weggehen, steht in der Verfassung die Schuldenbremse. Der Spielraum, der sich dazwischen begibt, jetzt gibt es unterschiedliche Zahlen, aber der wird im einstelligen Milliardenbereich landen. Das heißt, all das, was angeblich dann noch versprochen werden soll, ist damit gar nicht zu finanzieren. Dann müsste man eine Grundgesetzänderung herbeiführen, die die Schuldenbremse abschafft. Und dann wünsche ich uns gute Reise mit diesen Vorschlägen, die die SPD gemacht hat, zu der Frage Überwindung Hartz IV, keine Sanktionen mehr, für alles und jeden gibt es eine Grundsicherung. Das muss ja auch von irgendjemandem bezahlt werden. Und ich finde, wir sollten auch mal darüber sprechen, wer erwirtschaftet das eigentlich? Wer steht jeden Morgen auf, zahlt Steuern und Abgaben und finanziert diesen Sozialstaat übrigens, der sich übrigens im europäischen und internationalen Vergleich überhaupt nicht verstecken braucht? Herr Lange von der Augsburger Allgemeinen, Ihre Frage bitte. Ich hätte eine Nachfrage noch zur Frage des Kollegen Blank, was Kennenlerntreffen angeht. Habe ich das richtig verstanden? Sie hatten also noch gar keinen Kontakt? Doch. Doch. Kontakt gibt es natürlich. Gibt es, das wollte ich wissen, auch der Vorsitzenden zu den beiden neuen Vorsitzenden der SPD. Wann denn? Während des Parteitages oder danach? Nein, also gab natürlich Glückwünsche. Die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer steht in Kontakt mit den beiden neuen Vorsitzenden. Das ist gut. Ich habe Generalsekretär Lars Klingbeil gratuliert zu seiner Wahl. Kevin Kühnert auch, weil ich ihn noch aus meiner Zeit als Vorsitzender der Jungen Union kenne, wo wir zusammengearbeitet, ist vielleicht das falsche Wort, aber wo wir miteinander diskutiert haben über die Frage, was ist wichtig für die Zukunft. Und insofern habe ich den persönlich gratuliert und die Vorsitzende hat das bei den beiden Vorsitzenden, neuen Vorsitzenden getan. Nur ich kann Ihnen jetzt noch keinen Termin für das Treffen mitteilen. Gut, dann würde ich noch gerne die eigentliche Frage stellen, ganz schnell. Wenn Sie sagen Linksruck bei der SPD, was bedeutet das für die Parteienlandschaft? Für die CDU kann es ja vielleicht ganz gut sein, dann haben Sie mehr Platz in der Mitte. Danke. Dem würde ich nichts hinzufügen. Die CDU ist, wenn Sie sich die Beschlüsse des SPD-Parteitages anschauen und das, was alle anderen Parteien machen, es gibt nur noch eine Partei wirklich in der Mitte dieser Gesellschaft als Volkspartei und das ist die Union. Frau Fates vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Ihre Frage bitte. Herr Ziemiak, ich wollte auch noch mal zu der berühmten Klarheit fragen, die Sie ja von der SPD einfordern über den Verbleib in der GroKo, ja oder nein. Wann soll es die denn geben? Wenn ich es richtig sehe, ist das dann nicht vom Koalitionsausschuss, weil man sich dann da erstmal runterdekliniert, was noch alles zu tun ist. Möglicherweise reicht es dann im Januar, reicht es im Februar, reicht der Juni? Können Sie das mal irgendwie bisschen klarziehen? Ja, und also, sind Sie eigentlich erleichtert darüber, dass der SPD-Parteitag in den inhaltlichen Beschlüssen im Wesentlichen ja sehr flexibel formuliert hat? Also im Verhältnis dazu, an Nikolaus ist GroKo aus, davon ist jetzt keine Rede mehr.
Ehrlicherweise zu der Frage, was erwarten Sie jetzt bis wann und welche Frist und wer verhandelt wann und was machen wir jetzt die nächsten Wochen? Ich glaube, viele können es einfach nicht mehr hören. Und die wollen einfach, dass wir vernünftig arbeiten. Und deswegen sage ich Ihnen, es gibt diese große Koalition, es gibt den Koalitionsvertrag und wir arbeiten einfach vernünftig weiter. Zumindest kann ich das für die Union sagen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die SPD auch um ihre Verantwortung für Deutschland weiß und dann auch vernünftig weiterarbeitet. Aber also Sie brauchen nicht diesen berühmten Tag, wo die SPD sagt, hier, wir sind begeistert bei der GroKo dabei. Ach, ob die begeistert sind, ehrlicherweise interessiert mich gar nicht. Mich interessiert darum, dass da vernünftig am Ende was bei rumkommt. Die Gesetze so sind, dass die Menschen sagen, Mensch, die in Berlin haben entgegen ihres Rufs eigentlich sehr vernünftige Dinge auf den Weg gebracht, so wie wir das zum Teil ja auch schon in der Vergangenheit gemacht haben. Ob die SPD zufrieden ist oder nicht, ist nicht mein Thema. Das müssen Sie die SPD fragen. Ich bin zufrieden, wenn die Menschen sagen, wenn ich in den Wahlkreis fahre oder ich irgendwo in Deutschland unterwegs bin und die Menschen mir sagen, das habt ihr gut gemacht, dann bin ich zufrieden. Also bei uns ist, kann ich Ihnen sagen, mit Blick auf den Parteitag, wenn Sie den SPD-Parteitag und den CDU-Parteitag vergleichen, war es sehr, bei der SPD sehr rückwärtsgewandt. Die Frage, was macht man noch mit der Agenda 2010? Wenn Sie sich da im Gegensatz die Frage, wie gestalten wir soziale Marktwirtschaft nachhaltig, unsere Digitalkarte, die zugegeben im Text ein bisschen kompliziert war, aber doch sehr sich mit der Frage, wie sie Deutschland in Zukunft aus 2030 beschäftigt, ist die Stimmung nach diesem Parteitag in Leipzig bei uns in der Partei eine sehr gute. Und wenn Sie sich mal umhören, dann ist ein richtiger Aufbruch, ein Wille da, dass wir dieses Land gestalten. Wir haben im kommenden Jahr auch noch den Grundsatzprogrammprozess. Wir haben die Struktur- und Satzungskommission, wo es um die Frage der Volkspartei der Zukunft geht. Und deswegen wird es ein arbeitsreiches Jahr im kommenden Jahr. Aber Sie erleben mich heute, dass ich mich nicht nur auf die Weihnachtspause freue, sondern ich freue mich dann, dass wir wieder starten im neuen Jahr und dass wir einfach eine gute Arbeit machen. Und so ist das in der ganzen CDU. Frau von Ackeren und CSU. Von Focus Online, bitte hier vorne. Wenn ich jetzt das nehme, was Sie gesagt haben, Sie haben ja stark hervorgehoben, dass der Koalitionsvertrag die entscheidende Größe ist. Wie ordne ich denn vor dem Hintergrund die jüngsten Äußerungen des Gesundheitsministers, also von Jens Spahn, ein, der jetzt schon mehrfach sogar gesagt hat, bei der Pflegeversicherung müssen wir uns mal grundlegende Gedanken über die Finanzierung machen. Ist das was für die CDU als Partei, für die Zukunft oder wird man das jetzt noch einspeisen? Wie stelle ich mir das vor? Also immer, wenn neue Herausforderungen kommen, muss man sich Gedanken machen, wie geht man damit um. So, aber es ist doch jetzt, wenn Sie sich anschauen, dass es jetzt irgendwelche rote Linien geben soll oder dass wir irgendwas nachverhandeln, diese Hängepartien kann sich unser Land nicht erlauben. Und ich glaube, dafür gäbe es wenig Verständnis. Deswegen nochmal, Grundlage ist klar, das ist der Koalitionsvertrag, es wird nicht nachverhandelt. Und ansonsten gibt es noch genügend zu tun. Und es wird auch Aufgaben geben, von denen wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht wissen, dass sie auf uns zukommen. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie da waren. Schönen Tag. Dankeschön.